Einen Moment. Genau. Im ersten Teil werden wir ein bisschen mehr auf das Methodische fokussieren. Wir werden zuerst mal das Projekt Was ist Zürich vorstellen und dann eigentlich dieses Erarbeiten von Grundlagen für eine regionale nachhaltige Lebensmittelversorgung anschauen. Das ist im Konkreten eine Lebensmittelflussanalyse, die wir durchgeführt haben in der Stadt Zürich, aber auch eine Analyse zu Chancen und Hindernissen von regionalen Initiativen und kurzen Lebensmittelketten, genau, was wir synonym verwenden werden im Vortrag. Da aus diesen Arbeiten Grundlagen haben wir zusammen, und das werden wir dann auch noch sehen, Handlungsansätze abgeleitet und am Schluss der Präsentation werden wir noch ein Fazit über das Projekt ziehen. Vielleicht noch mal ganz kurz, um was ging es im Projekt? Das übergeordnete Ziel war, dass eine Gestaltung von einer regional nachhaltigen Lebensmittelversorgung in Zürich. Dieses übergeordnete Ziel war eigentlich aufgeteilt in zwei Teilziele. Einerseits den Status quo zu beschreiben in der Stadt, also eben diese Grundlagen auch zu arbeiten. Und das geschieht vor allem in diesen zwei Arbeitspaketen hier, die rot umrahmt sind. Einerseits eben diese erwähnte Lebensmittelflussanalyse, auf die wir noch eingehen werden. Andererseits das Beschreiben von Chancen und Hindernissen von diesen regionalen Initiativen oder kurzen Lebensmittelketten aus der Region rund um Zürich. Das zweite Teilziel war dann, Handlungsansätze aus diesen Grundlagen abzuleiten. Und das geschieht dann vor allem in diesem Arbeitspaket 3, nämlich das war auch zentral im Projekt, der Austausch mit den Akteuren aus dem Ernährungssystem. Dort haben wir die Resultate aus den anderen zwei Arbeitspaketen diskutiert und Handlungsansätze auch entworfen, die wir dann eben auch noch präsentieren werden. Das Ganze wurde finanziert von der Stiftung Mercator Schweiz und der Stadt Zürich. Das Projekt ist jetzt im Abschluss. Es beinhaltete drei studentische Arbeiten und die Projektpartner waren neben dem Ernährungsforum Zürich, dem FIBEL, auch die Stadt Zürich. Dann würde ich gerade mal eintauchen in dieses erste inhaltliche Arbeitspaket, die Lebensmittelflussanalyse und die vielleicht mal kurz einbetten in die Studienlandschaft. Es gibt ja ganz verschiedene Typen von Studien, die sich mit der Steigerung von einer regionalen Versorgung beschäftigen. Und ich habe hier mal so ganz grob aufgeführt, so eine Typologie. Es gibt einerseits so eher qualitative Studien, die beschäftigen sich dann eher, die haben das Ziel, das Ernährungssystem besser zu verstehen, um Ansatzpunkte, Hebel zu identifizieren. Und andererseits gibt es auch eher quantitative Potenzialstudien. Ein Typ davon sind die Foodchat-Studien, die eigentlich dann aufzeigen wollen, wie viel Fläche das eine Stadt bei der heutigen Ernährung brauchen würde rund um die Stadt, um sich selbst zu ernähren. Und andererseits gibt es Studien, die fokussieren auf den Status quo, nämlich vergleichen sie den Konsum regionaler Lebensmittel in der Stadt mit dem, was effektiv im Moment rund um die Stadt produziert wird. Und hier ist auch unser Projekt angesiedelt mit dieser Lebensmittelflussanalyse oder City Food Flow Analyse. Und da werden wir jetzt Schritt für Schritt durch das Vorgehen durchgehen. Das ist genauso in grob das Vorgehen bei so einer Lebensmittelflussanalyse. Es gibt eine Vorbereitungsphase, dann werden Betriebserhebungen durchgeführt in den Absatzkanälen, dann werden in den Absatzkanälen Hochrechnungen durchgeführt von diesen Betriebserhebungen, die städtische Gesamtkonsummenge wird berechnet und dann zu diesem Zeitpunkt kann man eigentlich die Frage beantworten, wie viel regionale Lebensmittel werden in der Stadt konsumiert und je nach den Daten, die man erhoben hat, auch in welcher Qualität, also Bioqualität zum Beispiel, wie das bei uns im Projekt der Fall war. Und dieser Konsum der regionalen Produkte in der Stadt oder Lebensmittel
den kann man dann eben mit der regionalen Produktion vergleichen und schauen, ob es noch irgendwo Potenzial gibt, diesen Konsum regionaler Produkte zu steigern. Wir werden jetzt durch diesen Ablauf durchgehen und zwischendurch werde ich auch immer wieder mal auf Herausforderungen und Lessons learned bei dieser Methodik hinweisen. In der Vorbereitung stellt sich zuerst einmal die Frage, was ist überhaupt regional? Ich denke, die Diskussion, die kennen die meisten. Regional kann natürlich ganz unterschiedlich interpretiert werden, hängt von der Zielsetzung des Projekts auch ab. In unserem Fall wollten wir konkret Ansatzpunkte für Veränderungen identifizieren, was implizierte, dass wir enge und direkte Wirtschaftsbeziehungen in der Region, dass die möglich sein sollten. Daher haben wir uns entschieden, eher einen kleinen Regionenbegriff anzuwenden im Projekt, nämlich einen 30 Kilometer Radius rund um die Stadt entlang der Verwaltungsgrenzen der Kantone, um die Datenerhebung auch zu erleichtern. Dann stellt sich die Frage, wie grenzt man die Absatzkanäle ab, also die Kanäle, zum Beispiel Gastronomie oder Einzelhandel, in denen die Lebensmittel in die Stadt gelangen, dort. Auch das hängt wieder stark von der Zielsetzung des Projekts ab. Es gibt da verschiedene mögliche Ziele, wie zum Beispiel, dass man Absatzkanäle auswählt, die einen zentralen Ansatzpunkt für Veränderung bieten. Oder man will verifizieren, dass ein Absatzkanal wirklich viele Regionalprodukte vertreibt in der Stadt oder beinhaltet. Oder man will auch verifizieren, dass ein Absatzkanal wirklich wichtig ist zur Versorgung der Stadt. In unserem Projekt haben wir alle drei Ziele, die hier aufgeführt sind, verfolgt. Und je nach Absatzkanal kam ein anderes Ziel zur Anwendung. Wir haben die Absatzkanäle unterschieden: öffentliche Beschaffung der Stadt Zürich, die Stadtmärkte oder Wochenmärkte, die Bioläden, die Fachgeschäfte, Metzgereien und Bäckereien, Gastronomie und der Einzelhandel ohne die erwähnten Bioläden und Fachgeschäfte. Ja, und dann vielleicht mal zu den Herausforderungen auch schon hier. Städtische Ernährungssysteme, das wissen wir alle, sind sehr komplex in der Struktur. Und bevor man überhaupt sich entscheiden kann, wie die Erhebung vonstatten gehen sollen oder wie man die Absatzkanäle eingrenzt, braucht es definitiv Vorarbeit, um zu verstehen, was sind die wichtigen Akteure im Ernährungssystem und was ist deren Vernetzung. Das geschah in unserem Fall im Projekt Was ist Zürich durch eine studentische Arbeit. Dann gibt es auch noch ganz praktische Herausforderungen, nämlich zum Beispiel bei der Gastronomie. In Zürich gibt es über 2000 Gastronomiebetriebe in eher einer mittelgroßen Stadt wie Zürich. Das kann natürlich dann noch viel mehr sein. Und die Frage ist, wie kann man diese Betriebe kosteneffizient erheben? Wir haben uns im Projekt dazu entschieden, nicht die Betriebe direkt, die Gastronomiebetriebe direkt zu erheben, sondern die Gastro-Großhändler, um die Anzahl Interviews zu reduzieren. Dann im Einzelhandel, das sieht man jetzt hier gerade nicht so gut, sehe ich. Im Einzelhandel haben wir genau das gegenteilige Problem. Wir haben normalerweise eher weniger Unternehmen oder Ketten, die aber sehr wichtig sind für die Datengrundlage, weil sie einen wichtigen Absatzkanal darstellen. Und hier ist dann die große Frage, wie gewinnt man diese Unternehmen für eine Teilnahme am Projekt? In unserem Fall gelang das nur so teilweise, die Einzelhändler dazu zu überzeugen, am Projekt teilzunehmen. Daher hier die Lessons learned. Diese müssen wirklich sehr früh eingebunden werden, optimalerweise schon in der Konzeptphase, um dann wirklich auch auf die Bedürfnisse dieser Unternehmen eingehen zu können. Dann natürlich nicht zuletzt stellt sich die Frage, was soll überhaupt, welche Lebensmittelflüsse, von welchen Lebensmitteln soll erhoben werden? Und hier gilt es, möglichst wenig verarbeitete Produkte auszuwählen, da umso mehr die Produkte verarbeitet sind, auch die Rückverfolgbarkeit immer schwieriger wird, also die Lebensmittelflüsse dann nicht mehr gut darstellbar sind. Dann müssen natürlich Lebensmittel ausgewählt werden, die um die Stadt produziert werden können und auch häufig konsumiert werden. Zum Beispiel dann aus Verzehrstatistiken kann man das entnehmen.
In Zürich haben wir uns entschieden, die folgenden, die hier gelisteten Lebensmittel zu berücksichtigen. Und wir haben uns entschieden, neben der Menge, die natürlich gebraucht wird für die Analyse der Lebensmittelflüsse in die Stadt Zürich, den Anteil der regionalen Produkte zu erheben. Von dem spreche ich später als Regionalanteil, den Anteil der Schweizer Produkte. Das ist dann der Inlandanteil und den Anteil Bioprodukte an den verkauften Mengen in der Stadt Zürich, diese ausgewählte Lebensmittel, folgenden Bioanteil. Bioprodukte haben wir noch aufgenommen, da uns wichtig war, den Fokus nicht allein nur auf Regionalität zu setzen, sondern wenigstens durch einen Proxy wie Bioprodukte auch noch andere Nachhaltigkeitsaspekte abzudecken. Und Bioprodukte sind relativ einfach, oder die Lebensmittelflüsse von Bioprodukten sind relativ einfach zu erheben. Was hingegen nicht sehr einfach zu erheben ist, ist tatsächlich dieser Regionalanteil. Oftmals ist die Herkunft in den Interviews dann nicht möglich, genau anzugeben. Das heißt, die Interviewpartner, Partnerinnen, die schätzen die Herkunft. Manchmal sind gar keine Schätzungen möglich, da zu komplex. Das führt generell zu wenig Daten und geschätzten Daten. Und so muss man auch jetzt dann die Resultate sehen, die ich präsentieren werde. Diese Resultate sind sicher als Schätzwerte zu verstehen. Gut, im nächsten Schritt geht es dann eben in die Erhebungsphase und hier mache ich es ganz kurz. Wir haben in unserem Projekt rund 200 Anfragen gestellt in Form von elektronischen Fragebögen oder Interviewanfragen und haben rund 70 Datensätze zurückgekriegt in allen Absatzkanälen. Und hier haben sich dann auch schon Datenlücken aufgetan. Zum Beispiel in der öffentlichen Beschaffung der Stadt Zürich war es nicht möglich, den Regionalanteil zu erheben. Dort haben wir die Annahme getroffen, dass dieser gleich ist wie in der restlichen Gastronomie. Und auch beim Einzelhandel, hier sieht man es gut, haben wir eben nur eine Rückmeldung bekommen, was nicht genügend wäre, um diese Daten darzustellen. Hier haben wir ergänzt durch Statistiken, schweizweite Statistiken und eine Modellierung in Form von einem Min-Max-Szenario für den Regionalanteil. Das sehen wir dann später, diese Unsicherheit auch in den Daten. Und jetzt springe ich ein bisschen aus Zeitgründen und komme gleich zu diesem Vergleich städtischer Konsum mit regionaler Produktion. Also es geht ja um die Frage eben, wo könnte der Konsum regionaler Produkte in der Stadt noch gesteigert werden? Ich habe das hier mal als Potenziallücke beschrieben in der Grafik und da vergleicht man eigentlich das Selbstversorgungspotenzial der Region mit den effektiv konsumierten regionalen Lebensmitteln in der Stadt. Und dieses Selbstversorgungspotenzial, das ist eigentlich die regionale Produktionsmenge über die regionale Gesamtkonsummenge und drückt den maximal möglichen Anteil regionaler Produkte am städtischen Konsum aus, der möglich wäre. Also das ist der maximale Anteil, der möglich wäre in Form des Selbstversorgungspotenzials. Und hier schematisch dargestellt, ein Anteil von 10% regionaler Produkte am städtischen Konsum. Und hier gäbe es noch eine sogenannte Potenziallücke, also noch Möglichkeiten, den Absatz regionaler Produkte in der Stadt zu stärken. Ja, und da komme ich auch gerade zum Hauptresultat oder zu einer Hauptforschungsfrage unseres Projektes. Kann sich denn Zürich jetzt noch regionaler ernähren als bis jetzt? Und vielleicht vorneweg, Zürich ernährt sich heute schon überproportional regional. Das heißt, kauft mehr regionale oder konsumiert mehr regionale Waren, als im Schweizer Warenkorb vorhanden sind. Aber wie ich schon erwähnt habe, es ist kompliziert wegen der Unsicherheit in den Daten. Da sieht man hier wieder diese Schattierung. Das sind eben unsere modellierten Szenarien, die diese Unsicherheit in die Daten reinbringen, auch diese Min-Max-Szenarien. Und das, was man eigentlich jetzt hier rauslesen kann, hier haben wir wieder gelb, diese maximal mögliche Anteil regionaler Produkte in Form des Selbstversorgungspotenzials der Region. Und was man eigentlich sieht, ist, dass wir nur bei Äpfel und Brot tatsächlich so eine Potenziallücke identifizieren können. Das heißt, dass dort noch potenziell Möglichkeiten besteht, den
Konsum regionaler Produkte in der Stadt zu stärken. Neben dieser Hauptfrage, ob sich die Stadt Zürich noch regionaler ernähren kann, haben wir auch natürlich geschaut, über welchen Kanal gelangen die Lebensmittel in die Stadt überhaupt. Und was man hier schön sieht, ist nicht ganz überraschend, dass Gastronomie und Einzelhandel die größte Rolle spielen. Und bei der Gastronomie der Absatz von Frischfleisch noch relativ wichtig ist. Und die Fachgeschäfte, die bei Fleisch und Brot tatsächlich auch noch eine Rolle spielen, obwohl, wie schon eingangs der Veranstaltung erwähnt, natürlich auch die Bäckereien in der Stadt Zürich zurückgehen in der Tendenz. Und dann die Bioläden, öffentliche Beschaffung der Stadt Zürich und die Stadtmärkte, die drei Kanäle, die spielen nur, also mengenmäßig eine untergeordnete Rolle. Die Stadtmärkte noch am meisten, wo bei den Tomaten rund 5% noch darüber von den Tomaten über die Stadtmärkte abgesetzt wird. Und noch ganz kurz, wie wichtig ist denn Bio in der Stadt? In der Gastronomie nicht besonders, kann man jetzt nicht aus dieser Grafik rauslesen, aber das haben wir in den Daten gesehen. Ein Grund dafür ist Preisdruck und der Mangel an guten oder verbreiteten Kommunikationskonzepten von Biokomponenten bei den Restaurants. Was man aber sehen kann, ist, dass insbesondere Milch und Karotten in Bioqualität relativ viel konsumiert wird und am anderen Ende dann Fleischwaren, Frischfleisch, Rind, Schwein und Geflügel. Vielleicht noch ganz kurz ein Zoom noch mehr auf die Absatzkanäle. In Bezug auf Regionalität waren die Stadtmärkte, aber auch die Metzgereien und Bäckereien top. Also dort gab es viel regionale Produkte, wurden über diese Absatzkanäle abgesetzt, insbesondere die Stadtmärkte, die oftmals einen Regionalanteil nahe bei 100% hatten. Es gibt aber Nachhaltigkeitszielkonflikte durch das, dass eben Regionalität zum Beispiel in den Metzgereien Priorität hat. Wird weniger Bio eingekauft, auch weniger Bio ist auf den Stadtmärkten vorhanden. Bei den Bäckereien muss im Moment noch viel Brotgetreide importiert werden, Bio-Brotgetreide importiert werden, da der Schweizer Markt zu klein ist. Aber es gibt auch sozusagen Synergien, zum Beispiel im Biohandel, wo neben Bio eben auch oftmals das Sortiment der Saisonalität angepasst wird. Und jetzt würde ich gerne das Wort Fabienne übergeben für den zweiten Teil im Projekt. Ja, vielen Dank und auch herzlich willkommen von meiner Seite aus Zürich. Jetzt wechseln wir ein bisschen die Perspektive von einer eher quantitativen Analyse, dann eher qualitativen, denn nebst den größeren Lebensmittelflüssen haben wir in diesem Projekt bewusst auch die regionalen Initiativen eingeschlossen. Wie wir bereits gehört haben diesen Morgen, diese belegen mengenmäßig zwar eine Nische, haben aber gerade, wird denen auch gerade solchen Nischeninnovationen eben auch ein hohes Transformationspotenzial zugeschrieben und sie füllen damit eben auch wichtige Funktionen, wie beispielsweise die Sensibilisierung der städtischen Konsumierenden für die Lebensmittelproduktion. Wie auch schon erwähnt, verstehen wir in diesem Projekt unter regionalen Initiativen im Prinzip kurze regionale Lebensmittelketten, also mit einer möglichst direkten Beziehung zwischen Produzierenden und Konsumierenden. Und die These ist ja auch, dass diese soziale und auch geografische Nähe Transparenz und Vertrauen ermöglicht. Man kann da verschiedene Typen von regionalen Initiativen unterscheiden und auf dieser Grafik, eine von euch mögen die kennen, sind die Initiativen eigentlich gemäß sozusagen ihrem Grad der Marktorientierung von links nach rechts aufgeführt. Also wir haben da hier ganz links eher so Gemeinschaftsgärten, also in der Subsistenzgemeinschaftsgärten, Selbsterntegärten, über solidarische Landwirtschaftsinitiativen, Mitgliederläden und Foodcorps, bis hin dann aber eben auch zur klassischen Direktvermarktung, sei das mit Abokisten auf Wochenmärkten oder auch ab Hof. Genau, nächste Slide bitte. Genau, ich bin der Frage dann nachgegangen, welche Chancen und Hürden bestehen denn, damit sich solche regionalen Initiativen in Zürich durchsetzen können und dies insbesondere auch aus der Perspektive von Produzierenden und Konsumierenden. Und wie man
oder wie auch Jan erwähnt hat schon, wie man hier sieht, war ein zentraler Aspekt dabei, der wirklich der fortwährende Einbezug der verschiedenen Akteure. Das ist auch ein bisschen ein Knackpunkt methodisch, denn es bedarf wirklich einer guten Kenntnis der lokalen Ernährungsszene, sage ich jetzt mal, oder ein vorgängiges Mapping der Akteure. Da war es sicher gut, dass das mit dem Ernährungsforum Zürich solche Beziehungen schon und Kenntnis auch schon eingeflossen werden konnten. Genau. In einem ersten Schritt wurden regionale Produzierende nach Chancen und Hürden ihre Produkte regional abzusetzen gefragt. Anschließend war das dann eher eine Literaturrecherche zum Einkaufsverhalten von regionalen Lebensmitteln, respektive Chancen und Hürden aus Sicht Konsumierender. Und die Sicht der regionalen Initiativen selbst wurde in einem ersten Stakeholder-Workshop abgeholt. Dort wurden identifizierte Hürden, Chancen und Hürden sowie daraus abgeleitete mögliche Handlungsansätze mit verschiedenen Vertretern von regionalen Initiativen, aber auch von der Forschung der Stadt Zürich, produzierenden weitere Akteure diskutiert und auch ein bisschen priorisiert. Und das Gleiche wurde auch mit den Ergebnissen der Lebensmittelflussanalyse, sie wurden ebenfalls mit spezifischen Schlüsselakteuren diskutiert und vor allem auch plausibilisiert, eben wegen dieser gewissen Datenunsicherheit. Und es wurden ebenfalls Handlungsansätze erarbeitet. Und diese wurden dann, da sind wir jetzt hier, mittels einer Online-Umfrage nochmals zur Bewertung freigegeben. Und zum Schluss haben wir noch mit einem Synthese-Workshop sind wir dann noch auf einzelne Handlungsansätze tiefer eingegangen, wie man die jetzt wirklich auch umsetzen könnte, wen man da einbeziehen müsste, etc. Und so ein wichtiger Aspekt dieses Vorgehens stellt wirklich so die Vernetzung der Akteure durch dieses Projekt dar, sowie die eigene Reflexion, die es auch bei den Initiativen ausgelöst hat, eigentlich noch fast unabhängig. Das ist noch ein zweiter wichtiger Effekt neben dem Schlussbericht, sage ich jetzt mal. Genau, eine Seite. Hier sieht man, Jan, kannst du eins? Ja, noch kurz einfach, wie das ausgeschaut hat. So wurden dann die Akteure eigentlich befragt zu diesen verschiedenen möglichen Handlungsansätzen. Gut. Genau, ich stelle die Resultate in meinem Fall. Das sind die Chancen und Hindernisse, einmal eigentlich auf Seite der Produzierenden eher, also und anschließend auch auf Seite der Nachfrage, obwohl diese Grenze nicht immer ganz eindeutig ist und auch die Grenze zwischen den Chancen und Handlungsansätzen nicht immer ganz eindeutig ist. Ich gehe nicht auf zeitlichen Gründen auch nicht ganz auf alle Punkte ein. Aus Sicht der Produzierenden ist sicher auch dort war die Direktvermarktung im Fokus. Chancen stellen dar, dass man durch über regionale Initiativen, über verschiedene neue Absatzkanäle erschließen kann und neue Vertriebsmodelle, wir sind spannend. Es gibt zum Beispiel mit Automaten und anderen neuen Möglichkeiten, gibt es die Chance, dass man die Produkte rund um die Uhr verfügbar machen kann. Es kam immer wieder ganz, ganz zu oberst, das wisst ihr vermutlich alle, dass die Zusammenarbeit und die Vernetzung über die gesamte Wertschöpfungskette sehr wichtig ist, aber auch die Produktdifferenzierung, die eigentlich auch über die Differenzierung durch die Regionalität hinaus geht und wo man dort diese Werte, die den Konsumierenden wichtig sind, erfolgreich auch und transparent kommuniziert. Das wird dann gespiegelt, auch wenn ich dann auf die Nachfrage eingehe. Und eine Chance war auch immer genannt, die öffentliche Beschaffung, Gemeinschaftsverpflegung. Auf Seite der Hindernisse war ganz klar, dass es eben oftmals einen Zusatzaufwand bedeutet, die Skaleneffekte nicht ganz da sind, aber auch mangelnde Fachkräfte, mangelnde regionale Vertriebsfunktions- und Verarbeitungsstruktur, dass es eine Hürde ist, dass also gerade größere Abnehmer eine gleichbleibende Verfügbarkeit, eine Qualität und gewisse Mengengerüste voraussetzen. Es braucht eine breite Diversität für die Direktvermarktung insbesondere und eben auch um so ein One-Stop-Shopping-Experience zu ermöglichen, ein breites Sortiment
Ja, und dann gibt es einfach noch verschiedenes spezifisches Know-how, das man für die Direktvermarktung oder für die Vermarktung von regionalen Produkten haben muss, die nicht unbedingt vorhanden sind. Ja, geht's mal. Auf der Seite der Nachfrage, es gibt ganz klar, wir wissen, dass es ein Trend, regionale Produkte sind im Trend, jetzt sogar noch mehr, habe ich unten noch hin, also es gibt gerade jetzt so in der letzten Zeit, ist das ja die Nachfrage nach regionalen Produkten noch gestiegen. Gleichzeitig gerade jetzt spezifisch auf Zürich gibt es ganz klar eine hohe Kaufkraft und auch eine Zahlungsbereitschaft. Es werden verschiedene positive Eigenschaften mit regionalen Produkten in Verbindung gebracht, aber auch generell die Transformations- und Nachhaltigkeitsbewegung stellt hier eine Chance dar. Die persönlichen und sozialen Nutzen, die durch die Teilnahme von Konsumierenden an solchen regionalen Initiativen entstehen, die stellen ebenfalls Chancen dar. Und dann sind jetzt auch in letzter Zeit ganz, hat es noch ein bisschen einen Schub gegeben an neuen Lösungen. Auch hier sind Hindernisse, dass es oftmals ein Mehraufwand braucht. Zeit ist immer wieder ein großes Thema, aber auch die ungenügende Zugänglichkeit, sei es, weil die Höfe weit weg sind, nicht sichtbar ist. Das One-Stop-Shopping habe ich schon erwähnt, das ist dann doch oft der Grund, dass man eher nicht regionale Initiativen bevorzugt, sondern in Großverteiler geht, aber auch ein mangelndes Wissen und Fähigkeiten im Umgang mit frischen Lebensmitteln überhaupt und auch mit dem Wissen, was saisonal regional verfügbar ist. Ein bisschen Widerspruch, das ist klar, das wurde von Produzierenden doch auch oft erwähnt, dass die Zahlungsbereitschaft dann eben doch nicht genügend hoch ist, um ihre Produkte gewinnbringend abzusetzen. Und eine Hürde ist auch die ungenügende Glaubwürdigkeit regionaler Produkte, dass es nicht, wenn es nicht so authentisch kommuniziert wird, dass es klar ist, was heißt überhaupt regional und ist das wirklich mit den Werten verknüpft, die einem wichtig sind. Ja, danke. Geht's wieder zurück zu Jan. Danke, Fabienne. Dann kommen wir schon zu den Handlungsansätzen. Fabienne, du hast schon erwähnt gehabt, wir haben aus diesen beiden Teilen, aber eben ganz wichtig zusammen mit den Stakeholdern im Ernährungssystem Handlungsansätze abgeleitet. Also die Handlungsansätze, die wir jetzt präsentieren, die kommen nicht nur ausschließlich aus unserer Projektarbeit, aus diesen zwei inhaltlichen Workpackages, sondern eben auch aus Workshops und Interviews und Feedback. Und die haben wir gegliedert nach diesen sechs aufgeführten Bereichen. Und da das ziemlich viele Handlungsansätze sind, haben wir uns entschlossen, hier nur mal eine Auswahl zur Illustration zu zeigen. Im zweiten Teil nach der Kaffeepause können wir dann viele dieser Handlungsansätze auch noch in der Umsetzung, in der Praxis werden die präsentiert. Genau, im ersten Bereich, im Bereich Bildung, wurde immer wieder erwähnt, wie wichtig, dass die Berufsweiterbildung oder Berufsausbildung von Köchinnen ist, aber eben auch neben dem Beruf der Köchin auch ganz viele andere Berufe wichtig sind. Wir haben über 200 Berufe entlang der Ernährungswertschöpfungskette. Dort muss ebenfalls die transdisziplinäre Ernährungsbildung gestärkt werden. Dann im Bereich der Produktion in und um Zürich, um Zürich gilt es vor allem, diese zu fördern mit regionalen Verarbeitungsstrukturen, Stichwort Food Hub und dem Teilen von Infrastruktur. Das werden wir zum Beispiel dann nach der Kaffeepause im zweiten Teil noch genauer sehen, wie das in der Praxis aussieht. Ebenfalls die nächsten zwei Punkte, nämlich dass die Zusammenarbeitsformen zwischen Konsumierenden und Produzierenden, dass die gefördert werden sollen, insbesondere auch durch die Information für Landwirtinnen und Beratungsangebot, um sich in solchen Zusammenarbeitsformen zu engagieren.
auch eine Empfehlung war, eine Regionalwert AG, die es in Zürich eben in dieser Form im Moment noch nicht gibt, und aus den Lebensmittelflüssen der Handlungsansatz bei der Brotwertschöpfungskette, wo es eben diese Potenziallücke gibt, dort die regionale Brotwertschöpfungskette noch mehr zu fördern in die Stadt hinein. Bei der Vermarktung und Verteilung in diesem Bereich immer auch wieder ein wichtiger Aspekt, der diskutiert wird, ist die Logistik. Auch da hören wir was im zweiten Teil nach der Pause. Und auch ein Thema, ein oft diskutiertes Thema und auch noch gut auszubauen in Zürich, sind Direktvermarktungsplattformen, sei das jetzt B2C oder B2B. Da geht es vor allem darum, Bestehendes zu fördern. Es gibt schon diese Plattformen und vielleicht weniger Neues zu kreieren, sondern auch die Vernetzung zu fördern. Auch hier zum Beispiel das Thema bei der öffentlichen Beschaffung, ob die Plattform allenfalls an die Plattform der öffentlichen Beschaffung angedockt werden könnten. Dann auch ein Handlungsansatz war, dass wir regionale Food Coops, dass die gefördert werden sollten, zum Beispiel mit einer zur Verfügungstellung von einer Bestellsoftware, wo dann alle darauf zurückgreifen können. Auch das werden wir noch ein bisschen genauer im Teil 2 hören nach der Pause. Im Bereich der öffentlichen Beschaffung, eben auch im Zusammenhang mit diesen Direktvermarktungsplattformen, war eine Empfehlung, dass die Kleinmengen von regionalen Produzentinnen, dass die Abnahme von diesen Kleinmengen gefördert werden soll in Zukunft. Und aber auch bei gewissen Lebensmitteln nochmals überprüft werden soll, inwiefern dass diese dem Kriterium saisonal und nachhaltig genügen. Das waren dann so Detailresultate aus der Lebensmittelflussanalyse für die öffentliche Beschaffung. Im Bereich Gastronomie stand vor allem die Kommunikation von Saisonalität und Herkunft an die Gäste im Vordergrund. Es gibt nämlich schon im Großhandel viele Regionalitätslabels im Gastro-Großhandel, die dann aber nicht an die Gäste weitergegeben werden, diese Info. Da gibt es Potenzial, aber auch beim Knüpfen von Beziehungen zwischen Produzentinnen und Gastronominnen mittels zum Beispiel Speed-Dating, um eben diese Beziehung zu pflegen, auch für die Direktvermarktung in die Gastronomie. Im Bereich Food Waste, und hier muss ich vielleicht noch schnell eine Klammer aufmachen, wieso haben wir jetzt Food Waste noch drin? Food Waste wurde auch oft erwähnt im Zusammenhang mit regionalen der Versorgung mit regionalen Produkten, da eben die Vermeidung von Food Waste eine effizientere Verwertung der regionalen Produktion auch ermöglicht, und daher war das auch Teil der Handlungsempfehlungen. Und hier ging es vor allem um die Verwertung von B-Ware und Rüstabfälle, zum Beispiel mittels gemeinsamer Verarbeitungsinfrastruktur zum Einmachen etc. Auch das wird nochmal Teil 2 ein bisschen angeschaut nach der Pause. Einbezug von Privatkonsumentinnen, die dann zu Hause vielleicht B-Ware weiterverarbeiten können, oder auch der Einbezug von Gastronominnen, die in Zukunft mehr nach Rüstabfällen nachfragen könnten bei ihren Lieferanten, die sie zum Beispiel dann für Suppen etc. verwenden können. Auch hier mehr dazu nach der Pause. Und jetzt würde ich Fabian das Wort wieder übergeben für das Fazit im Projekt. Genau. Noch den Abschluss. Also wir haben gesehen, mit den vielen verschiedenen Handlungsansätzen, dass man da wirklich an verschiedenen Stellen ansetzen muss und das auch gemacht wird, muss man sagen. Und dass sowohl die Gastronomie als auch der Einzelhandel wichtige Akteure darstellen und es wichtig ist, diese wirklich in das Projekt mit einzubeziehen, sowohl für die Datenbeschaffung als auch für die Umsetzung. Dass regionale Initiativen eben so Pioniere respektive eigentlich als Labor für Transformation dienen, auch wenn diese mengenmäßig kaum Relevanz haben. Und das habe ich erwähnt, dass diese Vernetzung im Projekt wirklich ein wichtiger Aspekt auch war und weiterhin ist, und diese Diskussion über diese Themen. Und man kann auch festhalten, dass generell letztendlich eben diese Beziehungspflege
über alles gesehen ein wichtiger Handlungsansatz sozusagen ist, dass sowohl zwischen dem Produzieren als auch und zwischen dem Produzieren und dem Konsumieren, als auch zwischen dem Produzieren und dem Gastronomie und dem Einzelhandel und wirklich so ein Beziehungsnetzwerk einzuschaffen, das dann auch wieder Vertrauen und Resilienz letztendlich schaffen kann. Genau, und damit wären wir beim Abschluss und ich danke herzlich für eure Aufmerksamkeit und wir sind offen für Fragen. Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass die Kommunikation auch ein wichtiger Aspekt von Anfang an mich gedacht war, dieser Resultat, und das wird ab Mitte August auch über die städtische Webseite publiziert. Genau, vorab natürlich stehen wir immer noch zur Verfügung.